Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen im Jahr 2024 und hattet einen guten Start. Was gibt es denn Besseres, als das Jahr mit einem RPG Maker MZ Tutorial zu beginnen? Und zwar geht es in diesem Tutorial um versteckte Items. Die meisten werden wahrscheinlich dieses Item überhaupt gar nicht benutzen. Ich persönlich habe es auch noch nicht so oft benutzt. Versteckte Items sind einfach Items, die im Inventar nicht angezeigt werden, aber man kann ganz tolle Sachen damit anstellen, zum Beispiel ein Extra-Menü. Wie das alles funktioniert und was man noch damit anstellen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Und jetzt kommt wie immer das Intro. Wir befinden uns schon im RPG Maker MZ und die versteckten Items sind natürlich in der Datenbank bei Gegenstände. Ich habe hier eins schon mal erstellt, ein Handy. Bei Verbrauchbarkeit habe ich auf Nein eingestellt, das ist nachher ganz wichtig. Wir erstellen nämlich jetzt erstmal ein ganz kleines Untermenü, ein Extra-Menü. Dazu gehen wir in die gewöhnlichen Ereignisse. Wir nennen dieses Ereignis Item-Liste, stellen auf Parallelprozess und benennen den Schalter in Item aufrufen. Jetzt gehen wir in die bedingte Abzweigung, in den letzten Reiter-Taste und nehmen die Umschalttaste hier als Beispiel. Und hier wählen wir aus, wird ausgelöst. Klicken auf OK. Jetzt gehen wir in die Bedienung und wählen dort Gegenstand auswählen aus. Hier kann man normale Gegenstände auswählen, Schlüsselgegenstände, versteckter Gegenstand A und versteckter Gegenstand B. Wir gehen zu Gegenstand A und speichern das in der Variable Item-Liste. Klicken auf OK und hier auch auf OK. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Wenn wir nachher in das Menü gehen, dann wird es in der Variable Item-Liste gespeichert, welchen Gegenstand wir dann auswählen. Die Variable bezieht sich auf die Item-ID, das heißt, wenn ich das Handy auswähle, wird die Variable auf 17 springen. Ich mache hier gerade nochmal einen Gegenstand für euch und versteckter Gegenstand A, Verbrauchbarkeit auf Nein und ich benenne das hier zum Beispiel Option. Dieses Event gibt uns nun die Items, die wir brauchen. Gegenstand ändern und dann gehen wir auf einmal auf Handy, erhöhen Konstante auf 1. Das kopieren wir einmal und die Option wird hier auch noch hinzugefügt. So, jetzt ändern wir noch den Schalter und zwar Item aufrufen auf an, damit der Parallelprozess auch angeht und unser gewöhnliches Ereignis auch funktioniert. Wir klicken auf Spieltest. Wir reden ganz kurz mit dem Event. Jetzt hat er uns die Items gegeben und den Schalter auch auf angestellt. Wenn ich jetzt auf Shift drücke, dann kommt das Extra-Menü, das wir gerade erstellt haben. Hier haben wir zum Beispiel Handy, hier haben wir Option. Wenn ich Option benutze, dann springt die Variable, die ich erstellt habe, auf 18, weil die Item-ID auf 18 ist. Jetzt wissen wir die Item-IDs der verschiedenen Sachen. Von Handy 17 und von der Option 18. Jetzt gehen wir zu den gewöhnlichen Ereignissen. Und danach gehen wir genau darunter, gehen auf bedingte Abzweigung, Variable Itemliste, wenn sie jetzt auf 17 ist. Das war ja unser Handy. Wir machen einen Haken bei Else Abzweigung und klicken auf OK. Hier können wir zum Beispiel eine Textanzeige machen. Zum Beispiel, keiner geht ran. Zum Beispiel. So, das können wir jetzt kopieren, die Itemliste und in den Else-File hinein kopieren. Gehe ich hier auf 18. 18 waren ja die Option. Hier kann man zum Beispiel weitermachen und Auswahlmöglichkeit anzeigen, Grafik, Sound und so weiter. Das könnt ihr ja dann alles selbst einstellen, wie ihr möchtet. Das dient ja nur als Beispiel. Am Ende wird die Variable dann wieder auf 0 zurückgesetzt. Variable einstellen auf 0. Okay. Okay. Jetzt gehen wir nochmal auf Playtest. Wir holen uns nochmal kurz die Items und drücken auf Shift.
Hier haben wir Handy und Option. Nehmen wir mal Handy. Dann kommt die Textnachricht. Keiner geht ran. Okay. Wir gehen nochmal auf unser Extra-Menü, klicken auf Option und da ist die Auswahlmöglichkeit Grafik und Sound und so weiter. Das ist eine ganz coole Methode, um ein Extra-Menü zu erstellen. Wir können mit versteckten Items aber auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel Abilities erlernen. Oder dass die HP steigen soll. Oder dass die Stärke steigen soll. Ich erkläre euch kurz, was ich damit meine. Wir erstellen ein neues Event. Ich benutze hier diese Grafik, dann kann man auf diese Grafik drauf laufen. Priorität setze ich auf unter den Charakter. Und hier mache ich noch einen Haken bei Auftreten, damit das Event ein bisschen animiert ist. Ich klicke hier auf OK. Jetzt erstellen wir ein paar Gegenstände, wie zum Beispiel Stärke erhöhen. Ja, ihr könnt auch ein Icon dazu benutzen. Hier zum Beispiel. Ich mache hier jetzt versteckter Gegenstand B. Ich mache hier versteckter Gegenstand B in diesem Fall, damit das mit unserem Menü nicht in die Quere kommt. Verbrauchbarkeit, nein. Das kopiere ich nochmal und füge es hier ein und mache hier HP erhöhen zum Beispiel rein. Und nimm als Icon das hier zum Beispiel. Das kann man auch ewig so ausweiten mit Verteidigung, Beweglichkeit und so weiter. Könnt ihr alles noch hier einfügen. In diesem Tutorial mache ich nur Stärke und HP erhöhen. So, jetzt gehe ich wieder zurück in die gewöhnlichen Ereignisse und ich benenne es in Fähigkeiten um. Parallelprozess und ich nenne es Fähigkeiten aufrufen. So, hier machen wir Gegenstand auswählen. Und ich speichere das hier in Fähigkeiten ab, in die Variable Fähigkeiten. Und ich benutze versteckter Gegenstand B. Und klicke auf OK. Jetzt müssen wir nochmal wissen, welche Variablen wir brauchen. 20 für Stärke, 21 für HP erhöhen. Gehen wir zurück in die gewöhnlichen Ereignisse. Und gehen zur bedingten Abzweigung. Variable Fähigkeiten. 20 war Stärke. Ein Haken in den Else-Fall. Das kopieren wir und setzen es auch in den Else-Fall. Hier 21 für die HP. Wir gehen jetzt erstmal in die Bedingung rein, wenn die Variable 20 ist. Die 20 war Stärke. Und hier können wir dann die Parameter ändern, indem wir zu Parameter ändern gehen. Wir können einen Helden aussuchen oder die gesamte Gruppe. Ich mache hier mal die gesamte Gruppe. Und hier gehe ich auf Angriff. Erhöhe die zum Beispiel um 10. Klicke auf OK. Kopiere das Ganze und bei 21 wird die Maximal-HP geändert. Maximal-HP. Erhöhen um, weiß ich nicht, 25. Okay. Dann geben wir noch eine Nachricht aus. Stärke um 10 erhöht. Das kopieren wir jetzt und setzen es hier rein. Um 25 erhöht. So, danach setzen wir die Variable wieder auf 0. Fähigkeiten auf 0. Klicken auf OK. Jetzt habe ich hier natürlich einen Fehler gemacht. Auslöser auf keiner, weil wir wollen es ja manuell aufrufen. Wir gehen zu unserem Event, klicken auf die leere Spalte und gehen dann zu gewöhnlichem Ereignis und rufen unsere Fähigkeiten auf und klicken auf OK. So, wir können das zum Beispiel so machen, dass man das nur einmal kann. Das heißt, wenn man einmal ausgewählt hat, HP oder Stärke erhöhen, dann verschwindet auch dieses Event. Fähigkeit benutzt. Klicken dann auf OK. Neue Seite mit der Bedingung Schalter muss auf an sein und zwar Fähigkeit benutzt. Dann ist das danach weg. Als letztes müssen wir natürlich noch die Gegenstände hinzufügen. Und zwar einmal Stärke erhöhen und HP auch erhöhen. Und klicken auf OK und auf OK. Gehen zum Spieltest und probieren es einmal aus. Wir reden zuerst mit dem hier, damit wir unsere Items bekommen. Dann gehen wir hier hin und wir sehen,
Stärke erhöhen oder HP erhöhen? Zuerst möchte ich meine HP erhöhen. Das heißt, wir haben 544 HP. Wenn wir jetzt da hingehen und die HP erhöhen, HP um 25 erhöht. Das Event ist nun weg und unsere HP hat sich erhöht. Wenn wir hier mal zu Status gehen, dann haben wir jetzt 25 mehr HP als davor. Das ist eine ganz gute Methode, wenn man zum Beispiel zu viele Auswahlmöglichkeiten hat, dann wird das Ganze ein bisschen unübersichtlicher. Mit dieser Methode könnt ihr zum Beispiel auch erst im späteren Verlauf die Stärke erhöhen bei so einem Ability-Punkt, ohne dass ihr aufwendige Auswahlmöglichkeiten erstellt. Einfach in dem späteren Zeitpunkt das versteckte Item hinzufügen und ihr könnt dann noch mehr mit dem Ability-Punkt anfangen. Das gleiche gilt auch für das Menü. Da müsst ihr jetzt nicht unnötig Auswahlmöglichkeiten erstellen, sondern einfach nur das Item rein. Dann habt ihr das in der Variable abgespeichert und ihr braucht dann deutlich weniger Zeit, als wenn ihr mit Auswahlmöglichkeiten arbeiten würdet. So viel zu versteckten Items. Hat euch die Funktion interessiert? Habt ihr sie schon mal benutzt? Wenn ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr denn mehr Epic Game Maker Tutorials haben wollt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüssikowski.